Hallo und herzlich willkommen bei meinem Reisevideo zu Singapur. Singapur mit dem Low-Cost-Weltenbummler von Ralf Schmitz. Mein Name ist Johannes Kromer. Und ja, ich bin froh, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, dass ich das Video fertig schneiden konnte und endlich hochladen konnte. Vielleicht erinnern sich ja einige von euch, wir waren ja in Mauritius über Silvester. Da gibt es ja auch ein Video. Und nur nicht mal einen Monat später waren wir dann in Singapur. Singapur, 7 Tage in einem 5-Sterne-Hotel im Mandarin Oriental um 498 Euro. Das erreicht ihr mit keinem Vergleichsportal dieser Welt. Wenn ihr auf Trivago geht oder Jack Felix oder wie auch immer, könnt ihr Preise vergleichen, was ihr wollt. Aber auf diese Preise kommt ihr nicht. Ich möchte die nächsten 8 Minuten dazu nutzen, euch erstens mal einige Informationen zu Singapur mitzugeben, aber euch auch Informationen zum Low-Cost-Weltenbummler liefern und euch ein bisschen über die Vor-, aber auch Nachteile aufklären, die der Low-Cost-Weltenbummler mit sich bringt. Es gibt nämlich auch Nachteile, nur die wird euch niemand verraten im Netz, das ist genau das Problem. Wir waren jedenfalls in einem super, super tollen Hotel, das seht ihr hier eingeblendet, das ist es, von außen nicht wirklich spektakulär, von innen ein absoluter Oberhammer. Und ich sage euch gleich, wenn ihr die Wahl habt zwischen dem Marina Bay Sands, was ihr hier seht, und dem Mandarin Oriental, Leute, nehmt das Oriental. Der einzige Vorteil, den ihr habt im Bay Sands, ist, dass ihr natürlich oben diesen Swimmingpool mitnutzen könnt. Den können nämlich nur Leute mitnutzen, die dort auch wirklich eingecheckt sind. Das ist aber auch schon alles. Ansonsten ist dieses Mandarin Oriental, wo wir waren, ein absolutes Top-Klasse-Hotel. Also besser geht's nicht. Also wenn ihr den Low-Cost-Weltenbummler euch besorgt, und es sollte das Angebot noch geben, mit dem Hotel Mandarin Oriental um 498 inklusive Flug, dann nehmt dieses Hotel. Nur so ein Tipp am Rande. So, hier sind wir im Bird Park. Der Bird Park ist eine der ganz großen Attraktionen in Singapur. Für diesen Park sollte man sich wirklich den ganzen Tag reservieren und der ist übrigens auch absolut perfekt geeignet für Kinder. Kurz ein paar Worte zum Low-Cost-Weltenbummler. Der Low-Cost-Weltenbummler ist ja eine supergeile Sache, die es euch ermöglicht, dass ihr sogenannte PEP-Reisen in Anspruch nehmen könnt. Das sind Reisen, die normalerweise nur für Leute aus der Touristikbranche vorgesehen sind. Und dank dem Low-Cost-Weltenbummler kommt ihr auch in den Genuss dieser Reisen und könnt so wie wir, wie in diesem Beispiel 498 Euro, Singapur 7 Tage oder auch Mauritius, Mallorca. Also es gibt recht viel Angebote. Preislich ist es wirklich ein absoluter Oberhammer. Es gibt sogar vereinzelt Gratisreisen. Und jetzt komme ich aber zu den Nachteilen. Der Nachteil von diesen Angeboten ist zum einen einmal, dass die Flugzeiten sehr häufig eher unchristlich sind. Das heißt, es kann dann schon mal sein, dass ihr um 5 oder 6 Uhr früh auf der jeweiligen Destination ankommt. Aber Leute, ich meine ganz ehrlich, was soll's? Ja, ihr könnt gratis verreisen bzw. Reisen buchen, die ihr um 90% günstiger bekommt. Also, was wollt ihr mehr? Ein weiterer Nachteil ist, wenn es heißt gratis verreisen, ja, man kann schon gratis verreisen, es gibt diese gratis Reiseangebote, aber die gibt es eigentlich fast ausschließlich nur in der Nebensaison. Also ganz selten nur, ich glaube einmal habe ich es gesehen, dass es ein Mallorca, glaube ich, ein gratis Urlaub gab in der Hauptsaison. Das heißt, die meisten dieser wirklich gratis Angebote, wo ihr wirklich keinen Cent zahlt, die sind in der Nebensaison, die sind nicht in der Hauptsaison. Das muss man einfach der Vollständigkeit halber dazu sagen. Hier sind wir im Buddha Dus Relic Tempel. Also prinzipiell ist es so, wir waren ja in ungefähr 6-7 Tempel und das ist einer der bemerkenswertesten, denn das ist nämlich dieser bekannte Tempel, der Tausende von diesen kleinen, durchnummerierten Buddha-Statuen beherbergt. Es gibt dann noch einen weiteren Tempel, den ich auch empfehlen kann, den haben wir allerdings nicht mitgefilmt, und zwar ist das der Temple of 1000 Lights, wo ihr eine der größten Buddha-Statuen, die es weltweit gibt, innerhalb eines Tempels bewundern könnt. Ja, kurz zurück zum Low-Cost-Weltenbummler. Wir haben ja, nachdem wir unser Mauritius-Video veröffentlicht haben, einen ganzen Haufen E-Mails bekommen mit verschiedensten Fragen. Und da möchte ich kurz zwei vielleicht herausgreifen. Unter anderem den Dieter aus Niederösterreich, der fragt, ob man den Low-Cost-Weltenbummler, ob der auch Sinn macht, den als Österreicher zu nutzen. Da kann ich dazu nur sagen, ich bin ja selbst Österreicher. Ja, selbstverständlich macht der Sinn. Also man kann auch als Österreicher diese PEP-Reiseangebote nutzen. Und eine zweite Frage kam von Thorsten aus Berlin, der wissen will, ob der Low-Cost-Weltenbummler ein Abo ist. Also ob man da monatlich dann was dafür zahlen muss. Nein,
natürlich nicht. Also der Low-Cost-Weltenbummler ist ein Produkt, das kaufst du ganz normal und dann kannst du, wenn du diese ganzen Schritte und das alles befolgst, was da drinnen steht, eben diese Low-Cost-Angebote dann in Anspruch nehmen und hast das Geld eigentlich sofort mit der ersten Buchung auch wieder ums Dreifache erinnern. Ja, hier sind wir übrigens in der Emerald Hill Road und die Emerald Hill Road ist eine Seitengasse der Orchard Road und die Orchard Road ist eine ganz berühmte Shoppingmeile in Singapur. Also wenn Sie shoppen gehen wollen, dann sind Sie dort goldrichtig und das Besondere jetzt ist, dass in dieser Emerald Hill Road denkmalgeschützte Häuser stehen und das Interessante ist, wenn man von der Orchard Road in die Emerald Hill Road kommt, taucht man in eine völlig neue Welt ein. Hier sind wir auf Sentosa Island. Das war mein persönliches Highlight, weil ich bin ein absoluter Fan von Vergnügungsparks. Also ich war in Disneyland, ich war in den Eftelingen in den Niederlanden, ich war im Phantasialand und Sentosa Island hat den Universal Studio Park Singapur. Bei dieser Gelegenheit möchte ich anmerken, dass der Low-Cost-Weltenbummler einen weiteren Vorteil noch für euch bringt. Ihr könnt nämlich nicht nur günstiger Reisen buchen damit, sondern ihr bekommt auch spezielle Ermäßigungen für Veranstaltungen und auch für bestimmte Parks. Das ist ein weiterer Vorteil vom Low-Cost-Weltenbummler. Aber Ralf Schmitz erkläre ich das im Übrigen in seinem Video auch noch etwas präziser, was ihr da eigentlich zusätzlich zum Reisen noch alles für Vorteile habt. Übrigens, wenn ihr in den Universal Studios seid, kann ich euch sehr empfehlen, mit den Transformers zu fahren. Und eine weitere Empfehlung ist der Rollercoaster The Mummy. Das ist eine Indoor-Achterbahn, da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Also diese beiden Dinge unbedingt ausprobieren. So, hier sind wir in der Underwater World und hier sehen wir das größte Aquarium der Welt. Ja, wie es halt manchmal so ist, wenn man auf Reisen ist, wir nehmen immer viel auf, aber manche Sachen, die vergessen wir dann einfach oder fertigen manchmal nur Fotos an oder auch gar nichts. Und darum möchte ich vielleicht noch auf ein paar Dinge in Singapur hinweisen, die ihr euch auch ansehen solltet, von denen es jetzt allerdings kein Filmmaterial gibt. Und da wäre zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Singapur Sling. Das ist ein spezieller Cocktail, ihr habt vielleicht schon von dem gehört. Und wenn ihr diesen Original Singapur Sling trinken wollt, dann müsst ihr euch ins Raffles Hotel begeben. Das ist relativ zentral in der Stadt. Das ist so ein im englischen Stil ein schönes, weißes, großes Hotel. Und dort gibt es ein Lokal, eine Bar und dort könnt ihr diesen originalen Singapur Sling trinken. Ebenfalls empfehlenswert ist der Zoo von Singapur und da gibt es zwei Zoos. Es gibt nämlich den quasi gewöhnlichen Zoo und ganz in der Nähe davon gibt es noch den Night Zoo. Das ist ein Zoo, den man nur in der Nacht besichtigen kann und der hat es auch in sich. Der ist auch nicht uninteressant. Also wenn ihr die Zeit findet, mal so ab 19, 20 Uhr dorthin zu schauen, dann macht das. Und wie gesagt, der Night Zoo, also den kann ich auch sehr empfehlen. Ja, das war's jetzt fürs Erste. Wenn ihr Fragen habt zu Singapur, dann könnt ihr mir wie immer Mail schicken oder auch wenn ihr Fragen zum Low-Cost-Weltenbummler habt. Ansonsten seht ihr unterhalb hier jetzt die Adresse eingeblendet, da bekommt ihr direkt euren Rabattcode. Könnt ihr euch direkt das Video von Ralf Schmitz ansehen, der euch genau erklärt, was ihr eigentlich alles für Möglichkeiten habt mit dem Low-Cost-Weltenbummler, weil da gibt es nämlich noch viel, viel mehr. Ich habe euch das jetzt alles gar nicht komplett erzählt. Schaut euch einfach dieses Video an. Lasst euch von dieser Teleshopping-artigen Aufmachung des Videos von Ralf Schmitz nicht abschrecken. Es ist wirklich ein super tolles Produkt. Es zahlt sich wirklich aus. Ich garantiere es euch. Legt euch das zu. Es ist nichts verhaut. Und solltet ihr wirklich mehr Informationen brauchen, findet ihr die auf vorteils-code.com oder wie gesagt, ihr könnt mir auch ein Mail schreiben und werde eure Fragen dann entsprechend beantworten. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Johannes von vorteils-code.com. Tschüss.